Hallo werte Freunde und werte Zuschauer, hier spricht euer Looks-like Link, der euch herzlich zu einem neuen Let's Play begrüßt, und zwar zu Tingles Balloon Fight DS. Ja, unserem dritten Tingle-Let's Play. Tatsächlich, ich kann es kaum fassen, ein hochexklusives Spiel mal wieder. Und wisst ihr was, ich glaube, ich gehe mal schnell in den Optionsbildschirm, da ist die Musik nicht so hektisch, ja? Das dritte Tingle-Spiel auf unserem Kanal und hochexklusiv, weil dieses Spiel ebenso, man erkennt es vielleicht an der Schrift, nur in Japan erschien. Aber sogar nicht so ungefähr, nicht wie, sag ich mal, Tingles Balloon Trip of Love, nein, sogar noch exklusiver. Dieses Spiel hier gab es nur für japanische Club Nintendo Ultra Premium Super Bonus Mitglieder. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, ihr erinnert euch da bestimmt noch damals, ach lang ist's her, an den Nintendo Sternekatalog. Ja, wo man auch so Prämien bekommen konnte, wenn man ja viele Spiele registriert hat und so. Und natürlich gibt's sowas auch in Japan oder gab es in Japan. Und da gab es einmal richtig als Retail-Version quasi mit Verpackung und allem, Anleitung, also eigentlich sogar richtig schick was fürs Regal, ja, gab es alles für die Japaner, aber für den Rest der Welt nicht, ja. Und ihr seht hier, das ist halt alles japanisch, denn anders als auch wieder bei Balloon Trip of Love gab es hier keine großartige Fangemeinde, die sich dachte, ey, dieses Spiel verdient es, auf Englisch übersetzt zu werden, ja. Ich muss da zustimmen. Es verdient dieses Spiel auch nicht. Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie hoch eure Erwartungen sind oder geschweige denn, ob ihr meine beiden zuvor herangegangenen Tingle-Let's Plays gesehen habt. Dieses Spiel ist nur ein ganz kleines Gimmick. Ja, es ist ein Highscore-Spiel. Es ist halt ja wirklich Balloon Fight DS. Man könnte sogar sagen, es ist ein Remake. Ja, weil Balloon Fight kennt jeder, ist ein ganz altes NES-Spiel. Und das ist hiermit jetzt mit so einem kleinen Tingle-Touch neu aufgelegt worden. Ja, die hört auch schon die bekannten Sounds aus Tingles, Rosie, Whoopi Land. Ja, man hört so ein bisschen, weil technisch gesehen kam dieses Spiel ja auch vor Balloon Trip of Love raus. Also das hier ist quasi Tingle Spiel 2, ne, als unser Let's Play. Wir spielen es jetzt als drittes, aber eigentlich ist es das zweite Tingle Spiel. Lasst euch da nicht verwirren, ja. Und wie gesagt, man muss es halt nicht übersetzen, weil es gibt hier auch nicht viel zu übersetzen, ja. Wir sind hier in Optionsmodus. Die erste Option hier bestimmt über den Soundtrack, ja. Das hier ist einfach der klassische Balloon Fight Soundtrack mit den genauen, auch mit den Soundgeräuschen und sowas alles, ja, die man kennt. Und das ist einfach die moderne Tingle-Version. Und die wollen wir uns natürlich anhören, ne. Das hier sind einfach nur die Leben, die man hat im Spielermodus A. Ja, gehe ich gleich noch drauf ein. Und ich würde einfach sagen, ja, wir machen einfach 6 Leben, ist ja egal. Ja, dass ich 6 Leben habe oder 1 Handicap ist das einfach nur, ich möchte gerne 6 Leben starten. Und der Fragezeichen-Modus, tja Leute, das ist etwas zum Freispielen. Ja, was man nach und nach freispielt. So, ich habe jetzt wieder viel gequatscht, ich weiß, aber gehört irgendwie am Anfang dazu, weil, wie gesagt, dieses Spiel kennt doch keine Sau. Ja, und es ist halt wirklich eher ein Highscore-Spiel. Ja, mit was ist es zu vergleichen? Ihr habt vielleicht auch schon auf meinem Kanal gesehen, so ein Let's Play wie Zelda Game & Watch, ja, oder auch Link's Crossbow Training, ja, das sind ja ähnlich kurze Spiele, Gimmick-Spiele, die eher auf einen Highscore abzielen. Und genau das gleiche ist es ja auch, aber was soll ich sagen, ich möchte einmal der ultimative Zelda-Kanal sein und deswegen gehört das dazu, ein Let's Play dazu. So, okay, ich habe eingestellt, was ich wollte, Fragezeichen kommt noch. Und hier sehen wir die Spielmodi. Kann man das Spiel denn durchzocken? Ja, so ein bisschen. Wir haben hier das One-Player-Game, was anscheinend standardmäßig übersetzt ist. Das ist einfach ja ganz normal Balloon Fight, ihr werdet schon sehen. Und Balloon Trip ist halt auch einfach ein Balloon Fight-Spiel. Also die Modi sind nichts Neues, sind halt echt bloß geremakte Sachen von dem NES-Klassiker. Ja, und hier der 2-4-Player-Modus ist einfach nur Modus A, halt im Multiplayer. Was wir hier natürlich nicht machen können. Da finde ich keinen, der das mit mir spielt, ja. Ihr wisst Bescheid, hier bei uns ist Tingle nicht so beliebt wie in Japan. Ja, deswegen wird das mit mir keiner zocken. Also konzentriere ich mich auf dieses Let's Play hier, auf den ersten Modus A und den Modus C. So, für Modus A haben wir uns ordentlich Leben eingestellt, na denn, let's go! Yeah, Phase 1! Da geht der Tingle schnapp. Wow, ich verkacke gleich wieder fast. Genau, also es ist ganz normal Balloon Fight. Wer es nicht kennt,
Arcade-mäßig muss man dafür sorgen, dass alle Gegner hier runterfallen. Bams. Und man hat gewonnen. Und da sammelt man Punkte bei Phase 2. Wenn man schnell genug ist, kann man sogar noch einen umballern, bevor er seinen Ballon aufgeblasen hat. Und ja, das wird einfach immer, immer schwieriger. Boinks. So, man kann auch von bildschirmmäßig von links nach rechts wandern und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und wie lange geht jetzt dieses Let's Play? Naja, ich sag mal so. Wir sind jetzt Phase 2. Und der erste Modus hat 99 Phasen. Also, ich werde mich natürlich anstrengen. Ja, kann aber dauern. So, Phase 3. Boah, sind wir gut, Alter. So, wenn die Viecher landen und man sie nicht schnell genug umkickt, blasen sie sich einfach einen neuen Ballon auf. Und das ist nicht gut. Man kontrolliert Tingle einfach ganz normal mit halt den Steuertasten. Und damit er an Höhe gewinnt, drückt man so ein bisschen den A-Knopf. Ja, weil sonst würde Tingle einfach runterfallen. Ja, die Grünen sind aggressiver, ey. Oh, Donnerwolke, die Donnerwolke schießt einfach mal zwischendurch einen Blitz ab. Warum? Und ja, ihr hört die ganzen Sounds aus Woozy Woopy Land. Ist das nicht schön? So, oh, Bonus-Stage. Ja, bei einer Bonus-Stage ist auch ganz, ganz wichtig, kriegt man, wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Ballon verloren hätte, ihr seht, Tingle hat ja zwei Ballons, kann sich also zweimal treffen lassen. Ja, hätte ich einen schon verloren, hätte ich hier wieder einen zweiten dazu bekommen. Ja, das ist doch schön. Und ja, dann mal gucken, wie mein Highscore am Ende sein wird. Wie gesagt, wenn das jetzt nichts für euch ist und so, kann ich, ja, nachvollziehen, ne? Es ist halt wirklich was anderes, außer die anderen, als die anderen beiden Tingle-Spiele. Aber hey, es gehört dazu. Es ist ein Spiel, was man durchspielen kann, ne? Von daher ist es doch wie für mich gemacht. Zack! Yeah! Perfekter Superbonus. So muss das sein. Tada! Und ja, die Lebensanzahl hat nicht so was zu bedeuten. Das ist einfach bloß, ja, wenn man einfach möchte, dass man halt nicht so viele... Wenn man einfach mehr Chancen haben möchte, warum denn nicht, ne? Oh Gott, Leute, die Musik. Na, kommen da Erinnerungen hoch, Leute? Hm? Ich muss ein bisschen davon ausgehen, dass ihr die anderen Let's Plays geguckt habt, weil das sind hier die Piraten-Sounds. Hey, hey. Oh Gott, ey, das waren Spiele, ey. Aber egal. So. Ich war mir halt auch lange Zeit gar nicht sicher, ob ich wirklich Tingles Balloon Fight, ja, sag ich mal, Let's Playen soll, weil mehr als das hier ist es jetzt nicht. Jedenfalls Modus A. Ich spiele noch den anderen Modus, ist ja ganz klar. Aber trotzdem, ja. Spannung ist natürlich was anderes, ne? Aber hey, vielleicht dient es auch eher der Information, Leute. Ja, sowas gab es als Bonusprämie. Also ich hätte es gerne gehabt. So fürs Regal und so richtig schön. Aber naja, nö. Tingle ist halt beliebter in Japan als im Rest der Welt. So. Ich hoffe auch, dass natürlich die Bildschirmaufteilung, ihr wisst eindeutig, ne, deswegen habe ich es auch gar nicht erwähnt, weil es eigentlich offensichtlich ist, dass es nicht anders geht bei diesem Spiel. Die Bildschirme sind so gewollt, dass sie übereinander sind. Von daher geht es nicht anders, muss so sein. Ist natürlich dafür ein bisschen kleiner, ja, für euch, aber ist jetzt ein bisschen doof irgendwie, weiß nicht, das hätte ich jetzt gar nicht anders aufteilen können, ja. Wie sieht er denn noch beschissen aus oder verwirrt nur? Yeah, die aufsteigenden Blasen, wenn man die zwischendurch sich noch denkt, ey, die sammle ich mal mit ein, geben tatsächlich nur nochmal extra Bonuspunkte. Brauchen wir aber nicht. Schön von links nach rechts. Das geht irgendwie am einfachsten, finde ich. Denn ja, dieses Spiel ist natürlich nicht blind. Ich habe es mir schon mal reingezogen, ja. Und das hier blind zu nennen, naja, wäre doch ein bisschen übertrieben, ne? Weil was soll man hier nicht wissen, was hier auf einen zukommt. Flieg, Tingle, flieg! Der C-Modus ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Aber alles zu seiner Zeit. So, und ich könnte tatsächlich jetzt euch schon zeigen, was es mit diesem Fragezeichen im Optionsmodus auf sich hat, ja? Kann ich ja mal schon mal erklären. Diese Fragezeichen-Option beinhaltet schlichtweg eine Galerie. Man kann mit diesem Spiel hier, wenn man einfach schön fleißig zockt, kann man 20 Tingle-Bilder freischalten. Und die sind, ja, also diese Bilder sind, ja, wenn du schon so willst, ein kleines Highlight. Ja, die Bilder sind total komisch und skurril. So richtig merkwürdig, wer hat die gezeichnet, keine Ahnung. So, denn die will ich euch alle natürlich zeigen. Ich werde mein Bestes geben, um, ach du meine Güte, um so viele Bilder wie möglich freizuspielen. Allerdings, alle kann ich nicht freispielen.
Aus dem simplen Grund, dass für manche Bilder der Multiplayer-Modus Pflicht ist. Manches Bild schalte ich nur frei, wenn ich mit mehreren spielen würde. Ja, tut mir leid, aber natürlich lasse ich mir trotzdem was einfallen, um die euch irgendwie zu zeigen, ist ja klar, ne? Aber dazu später mehr. Was macht ihr denn jetzt hier, Bede? Oh, die Wolke flippt schon wieder aus. Oh Gott, warte, die kommt hier zu mir, wartet. Nicht vergessen, dass die Bilder links und rechts sind. So, kennt ihr dieses Mittelding noch? Von Melee? Von Super Smash Bros.? Vielleicht kennen die meisten Balloon-Fight nur von Super Smash Bros., ne? Aber trotzdem. So, Gott, die Grünen sind immer so aggressiv, ey. Da muss man aufpassen. Boah, wie viele, ey. Wow, das war knapp. Ist am besten immer von oben, immer von oben. Ja, dieses Wirbelding, das war mal ein Gegenstand in Melee. So zum Ablenken, aber irgendwie haben sie das dann doch gelassen. So, den lasse ich erstmal runtergehen. Oh Gott. So. Boah, geil. Immer 1000 Punkte. Wow, ich habe einen Ballon verloren. Ich glaube, ich bekomme gleich wieder eine Bonusrunde. Zack. Dann habe ich ja wieder Ballons. Ja, und wieder habe ich 2 Stück. Sehr schön. Ja, leider zählen bloß diese Bonusrunden nicht als Phase dazu. Deswegen müssen wir halt immer weiter zocken bis 99 und so. Ist natürlich die große Frage, ob ich das überhaupt schaffe, ne? Alter, schon jetzt irgendwie 120.000 Punkte. Ich glaube aber mehr als, dass überall eine 9 steht, geht gar nicht, oder? Zack. So. Oh Mann, ey, und yeah! Ultra-Bonus! Alter, 700 mal 20 und nochmal ein super Bonus dazu. Alter, 20.000 Punkte. So, okay, schnell. Die Grünen müssen weg. Gott, das sind ja schon Gelbe. Ich glaube, die Gelben sind auch ein bisschen fies. Abgeschossen, Alter. Seht mal, ein paar Luftblasen her, das sind Punkte. Alter, wie der Ender einfach nach oben geschossen wurde, ey. So, so. Oh ey, später wird es doch richtig übel, wenn die ollen Wolken halt Blitze schießen. Als weitere Ablenkung, ja. Gar kein Bock. Oinks. So, die Luftblasen. Boah, die Luftblasen steigen ja nur auf, wenn die Gegner ins Wasser fallen. Ja, wow, Dip. Das gibt halt Bonuspunkte. So, die Gelben sind einfach nur schneller. So, aber bleibst du jetzt da oben, du Ollersack? Boah, ich verstehe schon. Vor allem pfeift der eins fröhlich rum, so, wisst ihr? Komm her, was? Yeah, abgefangen. Oh! Die lila lilu, yeah. So, und man kann sich auch keine Galeriebilder oder irgendwie so versauen, wenn, wie ich das jetzt mache zum Beispiel, ich mir sage, halt, ja, ich möchte einfach mehr Leben haben. Ja, nee, ist keine Voraussetzung von wegen, wir spielen das Spiel mit nur einem Leben durch für das letzte Galeriebild. So ist es nicht. Ba-ba-dam. De-du. Boings. Yeah! Mr. Mal geht so eine Ebene richtig schnell. Sogar inklusive Bonus. Ja, Leute, ne? Nehmt mir dieses Let's Play nicht übel. Ist natürlich auch ein bisschen kleiner als kleines Scherz-Let's Play vielleicht zu sehen. Ja, ein kleines Intermezzo, weil das wird halt nicht lange gehen. Je nachdem, wie ich mich auch anstelle. Ja, aber... Ja, es gehört dann irgendwie dazu. Ne? Wenn irgendjemand fragt, Marcel, du hast doch niemals alle Zelda-Spiele gespielt. Dann kann ich sagen, doch! Ja, auch dieses komische da mit diesem grünen Typen. Ja! Ne, ich kann nur sagen, Leute, schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Ihr werdet alles finden, ja. So, unsere Punkte steigen schon auf die 226.000. Übel. Hey, es kommen wieder die geilen Piraten. Hey. Och, war da kommt Änderung hoch, ey. Ja, Rosie Whoopiland und Balloon Trip of Love waren schon... Ja, sagen wir mal besondere Spiele, ne? Sagen wir es mal so. So, ich muss hin machen. Ich hab keinen Bock auf so eine Wolke. Weil die Wolken können einen echt immer, naja. So, ungewollt abballern, ey. Da hab ich keinen Bock. Komm her, du Ollersack. Oh, wie einfach hängen bleibt. Bams! Oh, oder da kommt schon wieder so ein Blitz. Okay, nach oben. Puh. Hey. So. Na, wo willst du denn? Oh, wie der Fisch die immer auffrisst. Der olle Fisch immer. Ja, gumsen. So. Huh. Hey. So. Vielleicht können wir auch mal irgendwann später, weil an sich speichert das Spiel das. Ja, ich könnte jetzt hier so machen und einfach sagen, ja, rausgehen, ne?
Das würde dann das speichern. Dann würde ich einfach diese Phase nochmal von vorne anfangen. Ne, aber super, ich habe noch alle meine Leben, ne? Ist das alles gespeichert. Und beim Balloon Trip sogar ist es noch besser. Weil der Balloon Trip dann später, also Spiel Nummer C, Modus C, der ist ja dann sogar so, der speichert pro Etappe, weil da hat man nur ein Leben. Ah, da kommen wir, glaube ich, eher zu, wenn es zu weit ist, ne? Was macht der denn hier? Mann! Ich will nicht, dass er sich wieder einen neuen Ballon aufbläst. Boah, Alter! Düm, düm, düm. Hey, hey. Oh Gott, boah, Blitz. Was macht der da unten? Oh nein, der da unten. Nein, 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 nein. Okay. Oh, dann wurde er schon zu einem Gelben, habt ihr gesehen. Dann machen die sich stärker, wenn man nicht hinne macht. Hey, hey. Alter, ey. Yeah. Na, hau ab. So, ich mach euch hier platt, eure Ballons hier. Ja, das war so, früher war das so der Spirit, ne, von Videospielen. Noch keine große Story. Es ging damals stets um Punkte. Uah. So, das Lustige bei den Blitzen, die müssen Tingle berühren. Wenn die Blitze meine Ballons berühren, passiert nichts, ja. Nur wenn Tingle, dann ist vorbei, Alter. So, welche Phase sind wir überhaupt? Ich achte gar nicht drauf. Ich zock einfach und versuch gut zu sein, um mich nicht zu blamieren. Lalala. Tingle, Alter, yeah. Ja, wie kamen die nur darauf, Tingle in ein Balloon-Fight-Spiel einzubauen, ne? Ich meine nach hier Balloon Trip of Love oder so, oder weil Tingle immer in einem Ballon schwebt, ne? Hm. Da passt ja das Spiel wie die Faust aufs Auge. Schön her mit den Bonus-Rubinen. Ja! Alter, bisher alles perfekt! Sehr schön! Oh, Alter, die Punkte, Alter, über 300.000, ja. So. Wir sind gerade bei Phase 16. Oh, fies, Alter. Jetzt haben wir natürlich gerade ein Bonusspiel abgeschlossen. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit einem Ballon klarkommen. Ah, das war fies. Boah. Alter, okay, erstes Leben weg. Ich glaube, man bekommt auch keine für mehr Punkte oder so. Aua, nein, 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 hau ab, hau ab. Ah! Alter, wie er einfach ankommt. So. Verdammt, der eine ist da unten. Boings. Ja, boings. So, und. Yeah. Leute, kein Problem. Verleg halt mal ein paar Leben. Ist doch nicht schlimm. So, aber werden die Level auch mal irgendwie anders? Keine Ahnung. So, was machen die da oben? Ich will lieber, dass die runterkommen. Hatten wir so ein Level nicht schon mal? So, kommt mal runter. Ich muss hier noch alles hier im Blick behalten. Ey, sonst überraschen die mich nur. Ah, der olle Blitz. So, der wird eh im Wasser landen. So. Leute, kommt jetzt mal runter. Ich will nicht dazu euch hoch. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Weil die Roten sich ja nicht so stark bewegen. So, jetzt bin ich bin durch. Ich bin durch. Jetzt werdet ihr platt gemacht. So, eins, zwei. Cool. So. Und der dritte, wo bist du? Komm her. Nicht gegen den komischen Propeller-Ding da hinballern. Yeah! Alter, wie er schon fast ins Wasser reinfällt. So. Das war knapp, oder was? Okay, sehr gut. So, immer erstmal die Stärkeren versuchen, wenn es die Möglichkeit gibt, immer erstmal die Stärkeren ausschalten. So. Hau ab. Haust du ab. Boah. Bam, 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 bam. Boah, Alter. Fast glatte Punktzahl. So. Zack. Und jetzt lasse ich ihn schön vom Fisch auffressen. Guckt euch das an. Nein, bitte nicht. So. Bonus am Start hier. Hui. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, guck mal, man scheint echt kein Leben durch Punkte zu bekommen. Irgendwie durch genug Punkte oder so, dass man irgendwie ein Leben? Obwohl, vielleicht bei 500.000, ich weiß es nicht mehr. Ist egal, Leute, ist egal. Ist auf jeden Fall gleich der erste Part vorbei. Hui, weil ihr werdet halt schon gespannt auf den nächsten Part, ne? Ja, ja, ja. Könnt ihr auch sein, Leute. Oh, super Bonus. 30.000. Super Bonus, ey. Richtig hart. So, komm, wir machen 20 Ebenen voll, Alter. Oh Gott, ist das schon gelber, Alter. Wow. Die Gelben sind so schnell, ey. So, der wird absaufen. Babam.
Die alten Blubberblasen, ey. 4 Bonuspunkte. Alter, wie er da oben abgeht. Nein! Oh, wie er mich verarscht hat, Alter. So. Au je, je, je. So. Und da geht er down, der Typ. So, Leute, wir machen 20 halt voll, ne? Ebene 20, da sind wir jetzt. Oh Mann, die werden ja immer kniffliger, die Typen. Ich hab Angst, ich will oben bleiben. Weil oben können sie mich nicht so erwischen. Wie als wenn ich unter denen wäre, ne? Aber der Blitz kann. Boah, okay. So. Oh, komm schon. Boinks. Das war richtig cool. So, okay, Leute, hier würde ich aber sagen, jetzt mit dem roten Tingel machen wir erstmal Schluss. Wir beenden den ersten Part. Ich hoffe, ihr freut euch wenigstens ein bisschen über dieses Let's Play. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Jingles Balloon Fight DS. Ciao, ciao.